Ach ja, hier habe ich gesaved. Ich erinnere mich. Das lustige, wo ist das lustige Lager? War es das? Das lustige Lager. Dieses neue Inhalte verfügbar geht mir so auf den Keks, ne? Und ist mir so Quatsch egal, ne? Okay, let's see. Was haben wir denn hier? Töte Banditen mit Stäben, Pfeilen und mit Feuer. Okay. Habe ich einen Stab? Bestimmt einen Stab. Schon wieder angeblich neues Gear. Ja, alles, was weit über meinem Level ist. Das hat man weg. Die sind 45, die sind ein bisschen sehr hoch. Das ist das komische Haus, wo ich gerade echt nicht hin will. Was machen wir denn zuerst hiervon? Was sagt die Karte? Ach du Scheiße, die Karte sagt, hier ist richtig Party. Oh, können wir bitte wieder die Foto... Warum speichert ihr das die Fotosettings nie? Das ist nervig. Das ist die Odessa Quest, ne? Yeah. Was ist hier drüben? Das hier ist irgendwie... Ja, das ist Stufe 14. Du bist 14, du bist 11. Das wäre super lustig. Das ist beides Megaris? Das ist beides Megaris. Vielleicht sollten wir einfach da anfangen, wo wir angekommen sind, nämlich hier hinten. Kopfgeld bezahlen. Ah. Ah. Das macht zum einiges einfacher. Okay. Melde dich bei dem. Machen wir mal die hier zuerst mal. Wo muss ich hin? Da hinten hin. Ich bräuchte auch mal einen Schmied wieder oder so. Schmied wäre super. Schmied wäre echt super. Oh, ihr habt Spaß. Jo, ihr habt Spaß. Macht ihr mal. Diese Melody Großkatze. Okay. Weil die Quest wird auch nicht weglaufen. Kann ich irgendwie Pfeile herstellen? Jetzt, wo ich darüber nachdenke. Und ich habe keine Pfeile mehr, richtig? Gibt's Crafting? Ah, hier, Pfeiler. Frisst halt mein Holz, aber hey. Hauptsache, ich habe Pfeiler. Sammeln wir gerade mal direkt wieder ein bisschen Holz ein. Ah, sammelst du das wohl ein? Nehmen wir den hier oben auch noch mit. Oh. Was ist hier los? Ich lasse mich lieber nicht sehen. Okay. Wo ist denn hier was? Oh. Oh. Kommst du was? Das war's? Okay. Schauen wir noch mal ein bisschen hier von der anderen Seite. Das scheint es gewesen zu sein. Okay. Hm. Die schlafen alle bis auf den. Ja, das war der falsche Knopf. Das sollte ich mir mal ansehen. Ja, einer von euch reicht. Ihr müsst nicht beide kommen.
So. Was ist das für ein Geräusch? Ja, weiß ich nicht. Hier mal besser nachgucken. Was könnte das noch sein? So. Der hat ja nicht mal Loot. So, was ist mit euch, Pappnasen? Oh, come on. Give me that. Uiuiuiuiui. Mal ruhig hier. Gib her dein Schild. So. Das Geld gehört mir. Kein Loot? Anscheinend nicht. Ah. Du sollst da nicht draufklettern, du sollst was looten. Dankeschön. Noch mehr Level 10 Kram. Hier sind noch so. Warte mal. So, das auch erledigt. War das alles hier? Anscheinend. Dann gehen wir mal zurück. Das sieht irgendwie aus wie ein Lager, wo ich gerade nicht durchlaufen will. Das ist also das Gesicht des Krieges. Ganz anders, als es dir Geschichten erzählen. Ach, bist du überrascht? Ich irgendwie nicht. Heute ist das schön, in die Stadt zu laufen und es laggt nicht. Das ist sehr angenehm. Hallo, mein Freund. Du bist zurück? Hast du sie getötet? Ich habe sie erledigt. Jeden einzelnen. Ausgezeichnet ausgeführt. Ich glaube, das gehört dir. Das reicht. Thanks. So. Kann man bei einem Schmied irgendwie noch Kram machen? Kann ich helfen? Verbesserung. Oh. Oh. Interessant. Damn. Das sind ein paar mächtige DPS-Increases. Gib mir das. Das ist Jägerschaden. Das hier wäre Kriegerschaden. Gegen spartanische Soldaten, hä? Huh? Ach, der vergleicht das immer mit meinem Schwert und nicht anders. Oh, hi. Definitiv. Okay. Schau bald mal wieder rein. Okay, einmal upgraden hier. Oh Gott, sieht der lächerlich aus. Danke. So. Was hatte ich noch geholt? Ach ja, ein anderes Schwert. Die sind beide schlechter, ne? Ja. Ich glaube, 5% Crit ist besser. Und was ist der, den ich anhab? Das hat schon wieder beides Attentatschaden. Wo ich überhaupt kein Fan von bin. Was auch immer das hier ist.
Oder was das hier ist. Sind das quasi so... Oh, ich glaube, das sind einfach quasi Sets. Glaube ich. So, das konnte ich mich, weil ich hier nicht skillen kann gerade. Ja, und hier brauche ich Stufe 10. Gut. Okay, haben wir das erledigt. Ich drücke mal die falsche Taste für die Karte. Was ist die Karte? Ich könnte mir das da angucken, aber ich könnte auch einfach wieder nach hier. Weil die Quests hier nicht so hoch sind. Das hier ist irgendwie so Stufe 10 rum. Und das hier ist alles so ein bisschen anders. Gehen wir mal nach hier. Komm mal her, Pferd. Bring mich mal nach da drüben. Ups. Komm schon. Okay. Ja, einen Schluck Kaffee trinken. Wie ich die ganze Zeit irgendwelche Quests und Söldner entdecke. Kann ich hier irgendwie schneller? Sonst zur Kartenmarkierung. Drücke Y, um zur Kartenmarkierung zu gehen. Y. Warum geht er plötzlich einen anderen Weg? Die Frage ist, gehe ich jetzt zur Markierung oder wo gehe ich gerade hin? Achso, klar, das macht viel mehr Sinn, weil er dann durch die Stadt reitet. Ja, okay. Gott, meine Kaffee, das ist zu klein. Oh. Warum stehen die auch alle im Weg? Die sehen doch, dass ich da lang reite. Also die sehen, dass ich da lang reite und schmeißen sich trotzdem alle ins Getümmel. Ich brauche definitiv mehr Erfahrung, aka mehr Level, um mit dem ganzen Söldner-Scheiß hier aufzuhalten. Also im Moment sollte ich definitiv, immer wenn ich sehe, die Söldner-Kupfgelder einfach bezahlen, weil holy fuck, ey. Die sind dann schon ein bisschen kräftig. Könnte einer von Stentors Kundschaftern sein. Ja. Sieht aus, als hätte er Probleme. Was ist los? Ich weide jeden Athener aus, der dafür mitverantwortlich ist. Elende Feiglinge. Und wenn sie tot sind bei Stentor, dass ich dem Kampf an seiner Seite würdig bin. Kann ich mit dir reden? Was ist dir passiert? Was kümmert dich das, Söldnerin? Hast du etwas damit zu tun? Wie freundlich die alle sind. Ich weiß, was ich tue. Und ich bin eine Freundin. Was willst du damit sagen? Wenn das so wäre, wäre ich sicher schlau genug gewesen, die Beweise zu vernichten. Verstehe. Wer das auch getan hat, war schamlos und dumm. Hier fällt so etwas doch sofort auf. Oder er wollte eine Botschaft senden. Stentor schickt mich. Ich bin hier, um zu helfen, wo ich kann. Stentor schickt dich? Megaris steht nicht unter Spartas Kontrolle. Noch nicht. Für mich ist es einfacher, mich in bestimmten Regionen zu bewegen, als für Spartiaten. Die Athener haben sich als widerstandsfähiger erwiesen, als wir dachten. Aber sie werden vor Sparta... Auf die Knie gehen, ja, ich kenne die großen Reden. Aber bis dieser glorreiche Tag kommt, sollten wir herausfinden, was hier passiert ist. Hast du eine Vermutung? Noch nicht. Aber bald. Oh shit, ich sollte mich umsehen, um herauszufinden, was hier geschehen ist. Können wir nicht einfach wieder Start und Select haben? Es waren Berufssoldaten. Abgeschlachtet bis auf den letzten Mann. Das kann nicht das Werk von Banditen sein. Warum nicht?
Können Banditen nicht auch irgendwie gut mit dem Schwert? Die Vorräte sind weg. Weit können sie aber nicht sein. Dann hätten sie die Karren nehmen müssen. Okay, ja. Sieht aus, als wären sie in den Wald gegangen. Ich glaube nicht, dass ich noch mehr finde. Ich sollte zurück. Und, waren es die Athena? Ich habe Spuren von grünem Kristall gefunden. Dann also Banditen. In den Bergen gibt es zahllose Höhlen und seit Kriegsausbruch werden sie immer dreister. Nichts davon ergibt einen Sinn. Inwiefern? Es gibt keine Leichen. Zumindest keine der Angreifer. Athena hätten die Karren und ihre Toten mitgenommen. Banditen hätten die Leichen ihrer Freunde zurückgelassen. Wer war es dann? Ich bin nicht sicher. Wer immer das war, lief in den Wald. Deshalb werde ich dort anfangen. Okay, welches Level ist denn die Quest? Einfach nur für... Gar kein Level. Cool. Wie wär's, wenn wir das später machen? Oh, warte, ich sehe es im Quest-Tab, richtig? Quest? Na, die ist auch 9. Was sagst du dazu? Da sind sie. Hier ist aber noch mehr. Achso, das sind die Wölfe. Was ist hier? Kiste. Ganz viele Gegner. Okay. Dann gehen wir doch mal in den Wald. Das hier ist aber kein Wald. Ach, das ist unter mir. Hier wird irgendwo Essen gekocht. Essen. Na komm, geh runter. Ich glaube, hier wird Essen gekocht. Gehen wir mal rein und verhandeln ganz freundlich. Ist das ein privates Treffen? Oder kann jeder mitmachen? Was? Was willst du? Bitte. Bitte geh einfach. Also ich bin der Spur der getöteten Spartiaten und der gestohlenen Waren gefolgt. Bis zu euch. Und den Vorräten. Gut versteckt in einer Höhle. Wir nahmen nur das Essen. Wir haben keinem etwas getan. Okay. Ihr sagt mir lieber, warum ich euch nicht einfach töten und die Waren zurückbringen sollte. Bitte. Ich sag dir alles, was du wissen willst. Dann fangen wir mal an. Ihr seid die erbärmlichsten Diebe, die ich je gesehen habe. Bei den Göttern, nein! Wir sind Bürger von Megara. Bitte, hab Gnade. Dieser Krieg hat uns doch bereits schon so schwer getroffen. Wie die Gnade, die ihr mit den Spartiaten hattet? Wir nahmen das Essen, doch wir haben niemanden getötet. Sehen wir aus, als ob wir das könnten? Nein, nicht wirklich. Wir waren nur hungrig, mehr nicht. Das macht Sinn. Erklärt euch. Es ist unklug, Spartiaten zu verärgern. Bitte, wir sind keine Diebe. Das ist unser Essen, unser Getreide. Sie haben es uns weggenommen. Alles. Unsere Kinder verhungern. Ach, ihr zahlt Diebstahl mit Mord heim? Eine schöne Lektion für eure Kinder. Mord? Nein. Bitte, wir haben doch niemandem etwas getan. Ein Söldner sagte uns, wo das Essen zu finden sei. Da waren schon alle tot. Genug. Ich bin nicht hier, um zu diskutieren. Die Zeit der Worte ist vorbei. Ich bin hier, die Schuldigen dieses Verbrechens gegen Sparta zu finden. Geht zur Seite. Heute muss niemand sterben. Ich bringe die Vorräte zurück zu den Spartiaten. Aber dafür wirst du uns töten müssen. Seid nicht dumm. Nehmt euch Essen mit, genug zum Überleben. Ich sage einfach, ihr wärt tot und mehr sei nicht übrig geblieben. Das wird sie zufriedenstellen. Aber wir brauchen alles. Was ist mit unseren Familien? Eure Familien hätten gar nichts von eurem Tod. Nehmt mein Angebot an und hört auf zu stehlen.
Das nächste Mal werde nämlich nicht ich kommen. Ja, Söldnerin. Hab Dank. Beeilung! Nehmt, was ihr tragen könnt und lauft! Schnell! Und ich kann sagen, das ist mal der fairste Deal, den ihr bekommt. Na, gehst du da hoch? Das sah aus wie eine lootbare Truhe, aber anscheinend nicht. Oh, da drüben. Joink. Ja, was war das gerade? Zum Glück haben sie nicht versucht zu kämpfen. Ich bin heute nicht in Stimmung, hungernde Zivilisten zu töten. Ja, und genau das ist der Grund, warum ich die auch nicht gefightet habe. Weil die einfach nur aussahen wie hungernde Zivilisten. Nichts anderes. Was ist das hier? Gar nichts, hm? Cool. Also ihr Wölfe, ne? Seid ein bisschen nervig, muss ich ja gestehen. Ich seh dich nicht. Come on. Ach, da sind noch mehr, ja? Ne, das sind Ziegen. Ich dachte, ich krieg meine Pfeile wieder. Falsch gedacht. Schade. Hast du die Verantwortlichen gefunden? Ich habe die Vorräte gefunden. Bei einem Haufen Hungernder aus Megara. Und? Das waren ihre Vorräte. Sie haben gehungert. Wir brauchten sie für den Krieg und um Megara von den Athenern zu befreien. Sie haben nicht allein gearbeitet. Hinter der Sache steckt noch mehr, als wir wissen. Grüble nicht länger. Die Schuldigen haben für ihre Taten bezahlt und das allein ist wichtig. Gute Arbeit. Sparta ist dir zu Dank verpflichtet. Hinterfrag halt nicht mal, ob ich die getötet habe. Geh einfach davon aus. Ist okay. Finde ich sehr gut. Oh, finally. Level Upo. So, was haben wir denn hier? Flammender Angriff. Okay. Mehr Rüstung. Ich vermute mal mehr Rüstung und das hier bitte. Mir gehen so langsam die Fähigkeitsdinger aus. Nehmen wir die Heilung da raus. Habe ich nur ein Ding für Fähigkeiten? Oh. Na, Fernkampf. Na, Fernkampf. Okay. Dann lass mich mal die Heilung gerade mal auf Fernkampf legen. Oh, ich kann das nur auf Nahkampf legen? Das ist ja dumm. Ich muss... Was? Ich muss mich quasi entscheiden, was ich da reinlege? Wow. Das ist bitter. Okay, also ich will auf jeden Fall hier diesen Waffen-Enchantment. Also das Feuer nehmen wir nach da unten. Das Rüstungding bleibt, das brauche ich super häufig. Den Kick brauche ich bitte auch. Ich lasse die Heilung mal draußen. Ich glaube, die Heilung ist gerade jetzt noch nicht so spannend. Okay. Ich war hier noch nie. Wie habe ich das denn gemacht? Ich merke schon, ich bin irgendwie kreuz und quer gelaufen. Auch ein Schmied irgendwo. Und es sind noch mehr Quests. Guck, ob hier noch was draufsteht. Uch, du Scheiße. Das ist ein Kopfgeld. Das ist ein Kopfgeld.
Schuhe. Gucken wir einfach mal. Nehmen wir das Ding hier oben auch noch an. Was auch immer das sein mag. Durchsucht das Lager! Jeder Schwarzjagd muss an seine... Komm erst zurück, wenn du die Tafel hast. Ja, Polemarch. Was verloren? Nicht verloren. Gestohlen. Stentor schickt mich. Er sagte, ihr hättet Probleme mit Spionen. Mir wäre ein Athener-Spion lieber als ein spartanischer Verräter, aber er muss gefunden werden. Er hat eine Tafel mit wichtigen Informationen gestohlen. Wo ist dein Spion? Ist er noch im Lager? Die Frage sollst du beantworten. Ich denke nicht, dass er noch hier ist, aber er kann nicht weit sein, denn er wurde beim Überrumpeln der Wache verletzt. Das klingt nicht wirklich nach einem Spartiaten. Er könnte ein Betrüger sein. Erst kürzlich wurden unsere Vorräte gestohlen. Und in Megaris gibt es mehr Söldner, als eine Ziege Flöhe hat. Und welcher Spartiat würde Sparta verraten? Ich finde ihn und die Tafel. Ich bin normal in Schwierigkeitsgrad, Kackspaß. In welche Richtung ist er gelaufen? Die Männer sahen ihn zum Hügel rennen. Dort wird eine Verfolgung schwieriger. Weil selbst auf Normal ist teilweise schon crazy, je nachdem, wie die Söldner halt meinen, die auf den Keks gehen zu müssen. Kannst du mir sonst noch etwas erzählen? Das Gebiet wird heftig umkämpft, aber Sparta gewinnt. Wir drängen die Athener zurück. Wegen des Krieges sind die Wälder und Berge allerdings zu Verstecken für Banditen und Söldner verkommen. Ich meinte eher über den Aufenthaltsort des Spions. Er ist verletzt und oben im Wald gibt es eine Quelle. An seiner Stelle würde ich dorthin fliehen. Okay. Ich bin bald zurück mit der Tafel. Die Berge und der Wald von Megaris sind gefährlich und er hat sicher nicht allein gehandelt. Keine Sorge, ich kann es mit deinem Spionen aufnehmen. Chere. Es ist so weird, dass sie manchmal einfach... Alles ist deutsch, weißt du? Ja, das Ding ist halt, ich hatte gestern das Problem, dass ich irgendwie... Ich war bei einer Festung, die eh ein Level über mir war. Und ich habe halt auch gefühlt... Keine Ahnung, ich habe einen Söldner gekillt und es kamen zwei neue. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann habe ich die zwei auch noch gekillt. Weißt du? Und dann kamen irgendwie noch mehr. Und ich denke mir so, Alter, what the fuck? Ich meine, das im Grunde genommen ist das ja das adaptierte Nemesis-System aus... Oh mein Gott, wie hieß das Herr der Ringe-Spiel? Shadows of irgendwas? I don't know. Aber das ist halt so richtig schlecht, weil es ist viel zu frequent. Also die tauchen ja gefühlt alle 3 Sekunden auf. Für jeden, den du tötest, spawnen halt 10 neue. Was ziemlich nervig ist. Come on. Als ob du es nicht siehst. Bist du wieder blind? Das ist der Dieb. Stimmt, Schatten von Mordor. Und das hatte ja quasi als, ich sag mal, erstes Spiel dieses System. Zumindest, was ich wüsste. Und das ist ja 1:1 dasselbe. Es ist ja basically, hey, ne? Du hast halt in Anführungsstrichen unendlich Content, weil halt immer irgendein anderer Jäger dir auf den Sack geht. Ja, das ist schön, dass ich den Dieb gesehen habe, aber ich follow der Quest nicht. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich muss gestehen, ich mag diesen Adler überhaupt nicht. Bloß nicht sehen lassen. Die Gegner sind extrem spongy. Also ich habe es bisher nicht bereut, ne, auf normal zu spielen. Klar, ich hätte natürlich sagen können, ne, lull, ich stelle mich der Ultra-Challenge, aber nope. Da werde ich zu alt für. Beziehungsweise das macht meine Nerven einfach nicht mit. Okay, das ist eine Festung. Aber eigentlich suche ich doch den Sparta-Heini. Das ist das, was ich suche. Oh. Wollte ich doch gerade sagen, das würde doch irgendwo sein müssen. Natürlich habe ich sie. Aber draußen erwischt.
Was ich auch nicht mag, ist der Blödsinn hier mit dem Adler. Das ist halt so richtig meh. Das ist die Festung, ne? Ja, das ist die Festung. Okay. Andererseits bleiben dann mehr Drachen für den Rest von uns.